Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zum heutigen Lunch-Update begrüßen. Die Dauer soll rund 25 Minuten betragen. Wir möchten Ihnen einige Impulse geben, aber wir werden zusätzlich allen angemeldeten Teilnehmern im Nachhinein noch ein E-Book zur Verfügung stellen, bei dem wir die Themen, die wir heute nur kurz anreißen können und weitere Punkte, die aus der Zinswende resultieren, noch einmal etwas ausführlicher darstellen, um Ihnen auch die Möglichkeit zu geben, zu überlegen, an welchen Stellen die Zinswende für Sie relevant ist, weil eins ist klar und das soll auch der Inhalt des heutigen Webinars sein. Es gibt deutlich mehr Themen, die nun zu beachten sind, als nur die Tatsache, dass es wieder attraktive Neukundenangebote im Zinsbereich gibt oder dass Festgeldangebote wieder optisch attraktiver werden. Wir springen dementsprechend direkt in das Webinar hinein. Die Agenda ist kurz und kompakt, eine Zinswende, die ihren Namen verdient. Da wollen wir uns die wesentlichen Fakten betrachten. Dann langfristige Vermögensstruktur, Neukalibrierung erforderlich. Hier stellt sich natürlich die Frage, wer initiiert eigentlich die Diskussion über die Neukalibrierung? Und wir sehen aktuell auch bei Umfragen unter Family Offices, dass man beim Bezugspunkt zur strategischen Vermögensallokation momentan die größten Änderungen vornehmen möchte seit vielen Jahren. Also dieses Thema bewegt Anleger von groß und klein, von eher vielleicht für den Privatgebrauch bis hin zu sehr, sehr professionell und institutionell geprägt. Vermögensbilanzen, mit welchen Wertansätzen ist zu kalkulieren? Auch das natürlich ein wichtiger Punkt. Wir können nicht einfach nur das abschreiben in einigen Fällen, was wir mitgeteilt bekommen, sondern man wird selbst etwas mitdenken müssen. Und Vermögensübertragung im Familienverbund, gelten die alten Ideen noch, beziehungsweise ist eine Grundvoraussetzung vieler Ideen heute überhaupt noch gegeben? Das wollen wir uns nun anschauen und wir springen direkt auch in das Thema und wir sehen hier das Thema Zinsen und ich denke, wir sind uns alle einig, so zumindest ja ein alter Leitsatz der Volkswirtschaftslehre. Der Zins ist der wichtigste Preis der Volkswirtschaft. Er hat eine wichtige Lenkungsfunktion. Ist er zu niedrig, dann kommt es zu Fehlallokationen von Kapital. Und wir sehen hier dargestellt die Renditen von 10-jährigen deutschen Staatsanleihen in türkisblau. Wir sehen die Renditen von US-Staatsanleihen in dunkelblau. Und da sehen wir eben, über lange Zeit hatten wir Renditen von um die Nulllinie, speziell in Europa, in der Eurozone. Dann sogar Renditen, die unterhalb von Null lagen, also negative Renditen, um dem deutschen Staat entsprechend Kapital zur Verfügung stellen zu dürfen. Und nun sehen Sie hier entsprechend auch diese Zinswende, die sich natürlich auch bei den Leitzinsen deutlich zeigt und daher aktuell auch die Situation, die kurzfristigen Leitzinsen sind höher als die langfristigen Kapitalmarktrenditen, eine sogenannte inverse Zinsstrukturkurve. Aber viel wichtiger hier, glaube ich, der Punkt. Ich denke, es gibt gar keine Diskussion darüber, dass die Zinsen lange Zeit zu niedrig waren. Dann im Rahmen der Stützungsmaßnahmen der Corona-Pandemie, das Hand-in-Hand-Agieren von Fiskalpolitik. Dort wurde Geld ausgegeben, finanziert am Ende des Tages durch die Notenbanken. Das wird wohl in den Geschichtsbüchern im Nachhinein der Siedepunkt einer Geldpolitik sein, die den Rahmen deutlich überzogen hat. Und die Konsequenzen sieht man ja beispielsweise aktuell auch unter anderem bei der Inflationsrate, aber vor allem natürlich auch bei den Vermögenspreisen, die sich doch in einigen Fällen stark von den zugrunde liegenden Fundamentaldaten abgekoppelt haben. Und nun ist eben dieser Zins zurück. Und die Frage stellt sich, wo sehen wir diese Fehlallokationen von Kapital? Von daher nun auch wieder Opportunitätskosten in der Vermögensplanung zu berücksichtigen. Also sprich, über mehrere Jahre hat es ja keinen großen Unterschied gemacht, ob Sie Geld auf dem Tagesgeldkonto liegen hatten, auf dem Girokonto. In beiden Fällen war es null oder vielleicht sogar mit Verwahrentgelten behaftet. Ob Sie dann gesagt haben, ich nehme das Geld vom Konto und pack's in eine Anleihe hinein, die Renditedifferenzen waren so niedrig, dass es ökonomisch keinen großen Unterschied gemacht hat. Und auch Anleger, die beispielsweise Gelder geparkt haben, um Private Equity Investitionen irgendwann bedienen zu können, eben die sogenannten Commitments, die hatten eigentlich gar keine großen Entscheidungsalternativen. Und das hat sich nun massiv geändert. Wir sehen nun wieder, dass wir im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere Erträge haben. Bei Hochzinsanleihen
7,5%, bei nachrangigen Bankanleihen über 5%, Unternehmensanleihen Investment Grade. Dort wird mit Sicherheit der Großteil der Anleger sich auch tummeln, respektive natürlich auch bei den Staatsanleihen. Aber da sehen Sie schon, wenn Sie das mal aufaddieren, wenn wir Staatsanleihen und Unternehmensanleihen hier in der Kombination nehmen, in einem beispielhaften und hypothetischen 50-50-Portfolio, dann kommen Sie hier eben, wenn Sie das addieren, irgendwo auf eine Zielrendite von um die, naja, vielleicht Richtung 3,5%. Und das ist natürlich ein exorbitant hoher Wert. Das bedeutet natürlich auch, dass aufbauend auf der Liquiditätsplanung macht es nun einen erheblichen Unterschied, ob Gelder auf einem unverzinsten Girokonto, auf einem Tagesgeldkonto, bei der vielleicht der Marktzins aktuell bei 0,6, vielleicht 0,8% liegt, oder ob man sagt, na gut, ich habe Gelder, die werden eher 2 bis 5 Jahre liegen. Bei 2 bis 5-jährigen Laufzeiten kann ich mir ein Portfolio aus Anleihe, ETFs beispielsweise zusammenstellen, was dann wieder eine Rendite von vielleicht 3 bis 3,5% erwarten lässt. Und eben die Differenz zwischen dem Tagesgeldkonto mit 0,6% und dem 3,5% im hypothetischen Anleiheportfolio, diese 2,9%, das sind eben diese sogenannten Opportunitätskosten. Und je nachdem, für welchen Zweck hier Liquidität vorgehalten wird, ob es um 6 Monate eine Verwendung geht, um beispielsweise eine Baufinanzierung abzulösen, oder ob es um eine ungewisse Verbindlichkeit geht, um Private Equity Investments zu bedienen. Das sehen wir eben hier, je nachdem, die Unterschiede sind dann doch sehr groß. Das heißt, der Denkanstoß an dieser Stelle, die individuellen Präferenzen ausgehend aus der Liquiditätsplanung, die sollten die Parameter setzen für die Duration, also eben auch die Zinsänderungsthematik und auch die Bonitätsauswahl im Anleiheportfolio. Aufbauend auf dieser Planung kann man dann eben schauen, wie muss das Anleiheportfolio zusammengesetzt sein, um diesen Präferenzen zu entsprechen und eben hier keine Opportunitätskosten zu verursachen oder diese möglichst stark natürlich auch zu optimieren. An dieser Stelle auch nochmal das ganz klar gesagt. Viele von Ihnen kennen das Thema natürlich auch, aber um auch das nochmal klar zu machen, man sollte jetzt nicht gierig werden aufgrund der optisch hohen Zinssätze, und es gilt immer auch zu definieren, für welchen Zweck habe ich denn nun Anleihen? Bin ich im Rücklagensegment, also beispielsweise eine Ergänzung zum Festgeld, dann habe ich natürlich ganz andere Anforderungen an Bonität und Restlaufzeit, wie wenn ich beispielsweise mich bei der Kapitalanlage bewege. Möchte ich meinen Aktienteil stabilisieren als Quelle des Rebalancings oder um Aktienmarktschwankungen zu glätten, dann möchte ich keine Bonitätsrisiken und hohe Liquidität. Das sind dann beispielsweise deutsche Staatsanleihen, oder wenn ich mich im Dollarraum bewege, das US-amerikanische Pendant. Sehe ich die Anleihen eher auch als Ertragsbringer, als Teilsubstitution innerhalb des Teils des Vermögens, was an der globalen konjunkturellen Entwicklung, am globalen Kapitalstock der Unternehmen partizipieren soll, dann habe ich natürlich andere Präferenzen. Dann möchte ich aber auch Prämien für eingegangene Risiken letztendlich generieren. Und dann sehen Sie schon, das sind sehr unterschiedliche Funktionen. Und da gilt es unbedingt darauf zu achten, dass nicht der Blick auf die reinen Zinsen dafür sorgt, dass diese Grenzen hier verwischen. Also das eine ist die erweiterte Rücklage, um Festgelder und Tagesgelder zu ergänzen oder zu optimieren. Das andere ist die Rolle in der Kapitalanlage, die sich auch nochmal in zwei unterschiedliche Funktionen aufteilt. Und da sollte man unbedingt darauf achten, dass hier die Grenzen nicht verwischen, weil auch das haben wir im Rahmen der Corona-Thematik gesehen oder auch in anderen Kapitalmarktkrisen. Unternehmensanleihen tragen auch Risikobestandteile, die wir aus dem Aktienmarkt kennen. Und dementsprechend sind die anteilig in die Aktienquote auch zu rechnen. Von daher der Blick auch auf die langfristige Vermögensstruktur, da ist natürlich eine Neukalibrierung erforderlich. Und auch das sehen wir beispielsweise am Aktienmarkt. Der Aktienmarkt, der ist nicht mehr alternativlos. Und wir sehen das hier beispielhaft dargestellt am S&P 500, bei dem wir ja aktuell auch die Besonderheit haben, dass sie eine Handvoll Aktien haben, die den Markt aktuell steigen lassen. Das Gros der Titel, also die restlichen 97%, die generieren nicht wirklich viel und verhalten sich eher so, wie man es im aktuellen ökonomischen Umfeld erwarten würde. Aber wenn wir mal den Index aktuell
als Ganzes nehmen und nehmen das Kursgewinnverhältnis und bilden dann die Gewinnrendite, das ist eben der Kehrwert, und setzen das in Relation zum Ertrag, den wir beispielsweise bei Unternehmensanleihen bekommen, mit einem Rating A und einer fünfjährigen Laufzeit, weil das eben auch vielleicht eine Laufzeit ist, die ein typischer Aktienmarktanleger als Untergrenze definiert, dann sehen Sie eben auch, da hatten wir lange Zeiten sehr, sehr große Differenzen und die vereinfacht gesprochen dazu geführt haben, dass es für viele Anleger klar war, dass Aktien das Maß der Dinge sind. Aktienquoten wurden erhöht. Entweder hat man die strategischen Quoten nach oben genommen, um dem Nullzinsumfeld gerecht zu werden. Teilweise hat man eben auch die taktischen Bandbreiten vielleicht auch nach oben bewegt. Aber wir sehen eben diese extrem hohen Differenzen. Und jetzt sehen Sie eben, diese Differenzen haben sich deutlich reduziert. Und wenn man dann berücksichtigt, dass Fremdkapitalgeber vor Aktionären am Unternehmenserfolg partizipieren und das typischerweise im langfristigen Kontext, wenn wir rein die Schwankungsbreite fokussieren, Unternehmensanleihen weniger stark schwanken als Aktien, also wenn wir quasi eine risikojustierte Betrachtung vornehmen, dann sehen wir eben, dass diese Differenz kleiner geworden ist. Und daher sieht man aktuell auch in vielen Umfragen, auch wieder bei den Family Offices, dass wir eben auch hier sehen, dass Anleiheallokationen nach oben bewegt werden, aber nicht nur die Anleiheallokationen als Ganzes, sondern auch innerhalb der Anleihequoten sieht man aktuell einen großen Bedarf, die strategischen Quoten anzupassen. Aber auch hier gilt, das eine sind antizyklische Investitionen, um von einer Kapitalknappheit zu profitieren. Solche Investitionen würde man eher in den Aktienkorb hineinrechnen, also Private Debt, Hochzinsanleihen, Senior Secured Loans, um nur einige Segmente zu nennen. Staatsanleihen hingegen, klar, die gehören natürlich in den Korb, der andere Aspekte abdecken soll. Schutz bei Rezessionen oder auch bei kurzer Laufzeit eben die bereits aufgeführte Funktion der Quelle für ein Rebalancing, respektive natürlich auch die Glättung von Aktienmarktschwankungen. Also, das ist schon ein großes Thema, was wir hier sehen. Und von daher der nächste Schritt natürlich auch bei den Vermögensbilanzen. Mit welchen Wertansätzen kalkuliert man dann? Und hier sehen wir bei vielen Anlegern das Thema, dass man sich schwer tut, man in der Differenzierung dann auch. Und ich habe es hier nochmal für Sie sehr kompakt aufgeführt. Ich denke, man sollte auf jeden Fall differenzieren zwischen Vermögenspreisen mit einer regelmäßigen Preisstellung an öffentlichen Märkten. Also denken Sie beispielsweise an Aktien, denken Sie an die großen Titel im DAX gelistet, im MDAX, im SDAX, im S&P 500, dann haben Sie natürlich eine große Masse an Anlegern, die hier entsprechend auf die Werte hin drauf schaut. Es gibt eine hohe Liquidität und von daher stellt man eben auch fest, dass hier die Schwankungen höher sind. Aber es sind natürlich auch in Anführungsstrichen ehrliche Preise, weil Sie jederzeit auch zu diesem Preis typischerweise eben entsprechend ihre Positionen abbauen können oder sie können Positionen zu diesen Preisen aufbauen. Dahingegen haben wir illiquide Vermögensklassen. Denken Sie an Immobilien, denken Sie an Private Equity. Dort sehen wir zwar auch eine sogenannte Preisstellung, aber das sind dann eben Gutachterpreise und die Gutachterpreise basieren beispielsweise auch auf einer gewissen Anzahl an Transaktionen vergleichbarer Vermögenswerte. Wenn Sie aber gar keine große Anzahl von Transaktionen haben, weil beispielsweise bei Kapitalanlageimmobilien die Preismechanismen zwischen Käufer, die heute ganz andere Zinsen am Kapitalmarkt bekommen und andere Finanzierungskosten zu tragen haben, gegenüber Verkäufern, die vielleicht noch ihre Preisvorstellung aus der Nullzinsphase im Kopf haben, wenn Sie eben dort noch kein neues Marktgleichgewicht gefunden haben, dann gibt es eben wenig Transaktionen und dann stellt sich natürlich die Frage, sind dann Gutachterpreise so gut, wie sie es vielleicht in der Vergangenheit waren, wenn man eben im Schnitt viel, viel höhere Transaktionsvolumina hat. Also das, denke ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt und dann natürlich auch noch die Kernfrage, wie diversifiziert sind denn die Investments? Also sprich, im Extrem formuliert, habe ich beispielsweise zwei Unternehmensbeteiligungen, dann ist das sehr fokussiert, keine Diversifizierung und es ist ein illiquides Investment mit vielleicht auch einem sehr begrenzten potenziellen Käuferkreis. Auf der anderen Seite habe ich vielleicht einen ETF auf den MSCI World, der natürlich A,
eine liquide Preisstellung hat und natürlich trotz aller Klumpenrisiken, trotz der fehlenden Marktbreite, die wir aktuell haben, trotzdem eine ganz andere Bandbreite natürlich, die dann hier abgedeckt wird. Und dementsprechend die Preise bei diversifizierten und liquiden Investments, die sind natürlich deutlich ehrlicher. Und ich denke, diese wichtige Differenzierung sollte man vornehmen. Also welcher Anteil der Vermögenswerte, wenn Sie Ihre Bilanz erstellen, sind denn wirklich Marktpreise? Also beispielsweise Preise, die Sie aus Depots bekommen, bei denen Sie eine tägliche Preisstellung haben. Und was sind Vermögenspreise, bei denen Sie eben gar keine Preisstellung haben? Weil auch hier muss man sagen, wir sehen das aktuell, wenn man versucht, zum Beispiel über die Preise bei Immobilienportalen, ImmoScout, ImmoNet und was es alles gibt, zu gehen, dann hören wir aktuell auch von, ja, den Marktteilnehmern, von den Maklern und auch von den Käufern und Verkäufern. Naja, diese Preise, die dann im Internet stehen, davon kann man erstmal pauschal circa 15% abziehen und dann bei 15% unterhalb dieser Preise beginnen dann am Ende des Tages beginnen die Verhandlungen, aber auch diese Verhandlungen führen ja in vielen Fällen zu keinen Transaktionen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn man das mal in der Addition betrachtet und wir stellen uns vor, Sie haben beispielsweise Kontoguthaben, dann ist das ganz klar ein plausibler Preis. Es ist der Wert, den Sie heute verfügen können. Haben Sie dann ein liquides Wertpapierdepot diversifiziert, dann ist das auch der ehrliche Preis, zu dem Sie verfügen können. Aber wenn Sie das dann durchdeklinieren für einzelne vermietete Immobilien oder für offene Immobilienfonds oder für Private Equity Investments, dann sehen Sie schon, dass Sie einen sehr klaren Unterschied hier in der Qualität der Preisstellung haben. Und ich habe Ihnen das hier mal mitgebracht für das Thema Private Equity, was ja auch einen riesigen Hype unterlegen hat in den vergangenen Jahren, weil die Private Equity Fonds aufgrund der hohen Renditen, die man ausgewiesen hat, auf Basis des Thema interner Zinsfuß hat man unheimlich viel Kapital angezogen. Mit diesem Kapital wurden neue Fonds aufgelegt. Diese Fonds konnten dann wieder bei alten Fonds Unternehmensanteile zu hohen Preisen erwerben. Diese hohen Preise haben dann natürlich wieder dazu geführt, dass man leicht Geld einwerben konnte. Und dann hat man dieses Thema, die Hoss nährt die Hoss, hier wirklich exemplarisch verwirklicht. Und ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht. Das sind jetzt hier konkret, was Sie in Orange sehen. Das ist ein Index von gelisteten Private Equity Investments. An der Börse in London gibt es dann relativ breites Thema. Sorry. Das in Blau ist, genau, sorry, also Orange ist der Index der gelisteten Private Equity Unternehmen, also sprich die Unternehmen, die an der Börse gelistet sind, KKR und ähnliches, also wo man eben auch sieht, da scheint sich die Verunsicherung rund um die Zukunftsperspektiven der Verwalter deutlicher zu manifestieren. Wenn man sich dagegen dann in Blau anschaut, wie sind dann noch die Trusts gelistet, also sprich, wie ist denn aktuell die Preisstellung noch zum Beispiel an den Börsen für eben auch diese Zielinvestments, also Differenzierung zwischen eher illiquide und eben den liquiden, dann sehen Sie hier eben eine unheimlich große Differenz und wahrscheinlich liegt die Wahrheit eher in der Mitte. Aber was wir offensichtlich sehen, ist, dass wir die Werte, die ja dann oft mit einem Zeitverzug auch gemeldet werden, also beispielsweise Werte zum 30.12.2022, die sind mit Vorsicht zu genießen, die sollten eher mit einem Abschlag unterlegt werden und dann verschiebt sich natürlich auch die Vermögensbilanz. Also von daher, man muss letztendlich jedes Produkt, jede Anlage da für sich betrachten, aber man sollte auf keinen Fall die Preise einfach abschreiben, die hier aktuell quasi über die Fondsreportings kommen. Da sind entsprechende Abschläge vorzunehmen, weil durch diese Abschläge bei beispielsweise Kapitalanlageimmobilien oder auch bei Private Equity Investments verschiebt sich natürlich auch die Vermögensbilanz. Und wenn Sie dann auch diese Vermögensbilanzquoten rechnen, wie viel Aktien habe ich, wie viel Anleihen habe ich, wie viel Immobilien habe ich, dann verschieben sich diese Quoten natürlich. Und da diese Quoten ja wiederum die Basis sind, um Ihre Vermögensstruktur entsprechend aufzustellen und einzuwerten, haben wir hier aktuell wirklich eine besondere Situation. Die illiquiden Märkte haben die Zinswende wahrscheinlich noch nicht eingepreist. Die liquiden Vermögensklassen sind dann natürlich deutlich weiter. Deswegen, es gibt Phasen, wo man diese Divergenzen eher, naja, als Randerscheinung betrachtet. Aber jetzt in der aktuellen Phase, auf der aktuellen Zeitachse, ist es natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema.
Bei einem anderen Aspekt spielt es auch noch eine große Rolle, und zwar bei der Vermögensübertragung im Familienverbund. Grundsätzlich hier die Frage, gelten die alten Ideen noch? Weil typischerweise entweder aus dem Aspekten, dass man die jüngere Generation an die Verantwortung für Vermögenswerte heranführen möchte, dass man Freibeträge nutzen möchte, dass man vielleicht auch Progressionseffekte bei der Erbschaft und Schenkungssteuer eben steuern möchte. Vielleicht auch das Thema, dass man sagt, wo Vermögensteuer könnte ein Thema sein. Und wenn wir jetzt die Vermögen im Familienverbund über mehr Köpfe verteilen, dann haben wir vielleicht auch noch mal andere Freibeträge. Also diese Thematik bewegt uns natürlich. Aber wie gesagt, was man gerade auch hier feststellt, bleiben wir beim Thema Kapitalanlage, Immobilien, weil das natürlich auch ein großes Thema war. Familienpools mit vermieteten Immobilien. Da wurde natürlich auch immer unterstellt, dass ich heute zu einem Preis übertrage und dass die zukünftige Wertsteigerung schon bei der nächsten Generation entsteht. Heute haben wir natürlich die Situation, dass wir auf der einen Seite sehen, dass die Vervielfältiger gefallen sind, steigende Zinsen führen zu fallenden Vervielfältigern. Wir haben das große Thema energiepolitische Einflussnahmen, also sprich ein Malus auf den Immobilienwert, je nach klimapolitischer Ausrichtung, respektive natürlich auch energetischem Zustand des jeweiligen Gebäudes. Und dann stellt sich natürlich schon die Frage, ist diese alte Denke heute übertragen, um später schon bei der Juniorengeneration Erbschaftsschenkung steuerlich neutrale Vermögenszuwächse zu haben? Gilt die heute noch, wenn wir zum einen sehen, dass am Markt aufgrund der geringen Transaktionszahl die Marktpreise mit großen Unsicherheiten behaftet sind. Noch dazu natürlich auch, wie sind eigentlich diese ganzen energiepolitischen Thematiken, die natürlich auch betriebswirtschaftlichen Einfluss haben, einzuwerten. Und von daher auch das ein Punkt. Hier gilt es auch wieder im Detail zu schauen, Moment mal, wenn ich etwas übertrage, was übertrage ich überhaupt? Und wird dieser Vermögenszuwachs dann wirklich entstehen? Oder habe ich vielleicht sogar den Sachverhalt, dass ich heute ökonomisch etwas übertrage, weil es steuerlich in der alten Welt Sinn gemacht hat, aber in der neuen Welt macht es gar keinen Sinn. Und dann kommen wir natürlich zu Fragen, wer sollte noch wann welche Investitionen vornehmen? Wie stellt sich das Ganze mit den steuerlichen Abzugsfähigkeiten dar? Also, da muss man wirklich sagen, da hängen unheimlich viele Punkte, die hier zu beachten sind, weil klar, das sind die Klassiker, die Seniorengeneration möchte übertragen, Kontrolle behalten und Erträge sichern. Also Klassiker wie beispielsweise Nießbrauch oder gesellschaftsrechtliche Konstellation, je nachdem als Personen- oder Kapitalgesellschaft. Bei liquiden Vermögenswerten natürlich auch Wertpapierdepots, meistens auch noch dann ergänzt um eine GbR, die den Vermögensinhaber darstellt oder eben auch eine Versicherungslösung für liquide Vermögenswerte. Aber bei allen Varianten gilt immer die Idee, wie eben ausgeführt, ich übertrage und der spätere Vermögenszuwachs ist bei der Juniorengeneration und insbesondere bei illiquiden Investments, die vielleicht noch Investitionen erfordern, um den Preis vielleicht zu erhalten, ist das natürlich sehr, sehr dämpfen und von daher kann es vielleicht auch sinnvoll sein zu sagen, naja, vielleicht muss die Seniorengeneration jetzt eher mal Investitionen noch tätigen oder vielleicht sollte ich den Kindern nicht schenken, sondern wenn sie volljährig sind, an Kinder verkaufen. Und diese Punkte gilt es dringend zu berücksichtigen, weil hier muss man ganz klar sagen, diese alte Logik, die wir jetzt auch in dieser Vermögenspreisinflation der letzten 10 Jahre auch hatten, die gilt natürlich nicht mehr. Klar, bei Kapitalanlage, Immobilien ist es, glaube ich, offensichtlich, aber auch bei Private Equity gilt es entsprechend, wohingegen in anderen Segmenten denken wir an das Thema Zinsen vor der Zinswende. Wenn Sie da ein zinsorientiertes Depot verschenkt haben, dann gab es keinen großen planbaren zukünftigen Ertrag. Gegebenenfalls war der sogar negativ. Jetzt mit einem auskömmlichen Zinsniveau wissen wir ja sicher, dass ein gewisser Zinsertrag in Abhängigkeit der Laufzeit natürlich auch des Zinsportfolios, der wird ja auf jeden Fall schon bei der Juniorengeneration entstehen. Von daher muss man sagen, durch die Zinswende auch hier, die Welt hat sich da wirklich geändert. Und auch wenn die steuerlichen und rechtlichen Verpackungsformen konstant geblieben sind, sind doch die Ideen, was den Inhalt dieser Verpackung angeht, noch deutlich neu zu werten. Ja, meine Damen und Herren, das soll es auch an dieser Stelle gewesen sein mit den Impulsen zu diesem Thema. Ich würde die Aufzeichnung nun an dieser Stelle beenden. Diese werden wir Ihnen selbstverständlich wie gewohnt
im Nachgang auch zur Verfügung stellen. Für Rückfragen stehen wir Ihnen wie gewohnt zur Verfügung. Und die Live-Teilnehmer darf ich nun einladen, jetzt gerne Ihre Fragen über die Funktion der Software zu stellen, sofern Sie uns verlassen. Ich darf Ihnen einen guten Mittag wünschen. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.